So. Wir haben ein tolles Duell. Auch stimmungsmäßig in der Halle. Denn Arminia Bielefeld, Lokalmatador. Und in den letzten Jahren durch eine tolle Arbeit wieder an vielen, vielen Fans dazu gewonnen gegen den ersten FC Köln, die hier vor Anpfiff kleine Köln-Fähnchen verteilt haben und eh immer gern gesehen sind. Erste Möglichkeit hier für Arminia Bielefeld. Alleine die Playlist natürlich mit den Kölnern als Gast. Herrlich attraktiv. Mit wunderbarer Torhymne. In allem drum und dran. Ich bin natürlich neutral. Ich hoffe einfach möglichst beide Torhymnen, die beide fantastisch sind und zu den Besten der Bundesliga gehören, einfach möglichst oft zu hören in diesem Spiel. Matteo Göttner mit dem ersten guten Ball auf Alessandro Puzzo, den Kölner Angreifer. Von der Ligenzugehörigkeit draußen die Kölner Favorit. Der SFC spielt in der B-Union Mittelrheinliga, dort Tabellenerster, 25 Punkte aus 9 Spielen. Jetzt erstmal der Fehler im Aufbau, aber ausgebügelt durch Bielefelds Glenn Gutmann. Vollspiel hier von Gutmann. Die Bielefelder Tabellendritter in der Landesliga. Nächste Stufe wäre dann die Westfalenliga, die Liga, wo eben auch Schalke und Dortmund aktiv sind. Die bessere Vorrunde haben die Ostwestfalen gespielt. Salami jetzt, der gefährliche Angreifer. Latte. Er hat eine unfassbare Schusstechnik. So, da ist er wieder. Wenn er zum Abschluss kontrolliert kommt, ist das kaum aufzuhalten. Nächster guter Versuch. Salami. Also, jeweils eine gute Möglichkeit auf beiden Seiten. Schiedsrichter der Partie übrigens Eugen Fritz vom SOS Holzhausen. Abschlussversuch und was für ein Tor durch Glenn Gutmann. 1-0 Arminia Bielefeld. So, Achtung, anschnallen, festhalten, genießen. Die Mitnahme, Abschluss aus der Distanz. ...1-0 Bielefeld. Torhymne 1 haben wir gehört. Salami hier mit dem Versuch. Dribbling hier. Ja, Foulspiel richtig gesehen. Jason Ponente Ramirez. An der Bande festgehalten, deswegen Freistoß für den ersten FC, gut gesehen von Fritz. Tiefer Ball, gut abgefangen, Bielefeld mit einer guten Raumaufteilung, lässt Köln da wenig zur Entfaltung kommen bisher. Jetzt das starke Dribbling, vorgelegt von Gabriel Amisso. Und Finn Seliger darf vollenden, wunderbar, hier an der Bande, ganz enge Ballkontrolle.
und dann den Ball rübergelegt. Stark, starke Einzelaktion. Und jetzt Kütter Trömmelsche. Wunderbare Atmosphäre. Also wunderbare Atmosphäre. Kurz vor Sonntagsbratenzeit in Lübeck. Timo Schmitz da ab und zu im Tor der Kölner so ein bisschen unsauber im Aufbauspiel. Das sind dann eben die ein, zwei Sekunden, die oft fehlen für einen vernünftigen Angriff. Hier intensiver Zweikampf, kein Foul. Alles fair. So, starkes Spiel über die Bande, aber kein Abnehmer. Und jetzt der Moment, Latte. Jetzt ist der Ball im Tor. Ich wollte kurz abwarten, was da noch passiert. Lukas Dick trifft. Erster Versuch an die Latte. Sofort nachgegangen von Leroy Weber und dann Lukas Dick mit dem 2:1 für Arminia Bielefeld. So, Tor ist jetzt leer, aber Timo Schmitz ist rechtzeitig wieder da. Intensives Achtelfinale. Ball geklärt von Amon Demirovic. Zur Ecke. Nächster guter Versuch. Darin Kiala Tito. Beide Spieler, wir nehmen uns da die Zeit gerade, oder beide Vereine mit tollen Spielern hier in der Vergangenheit auf der Platte. Wir nehmen den Kölner Angriff erst nochmal mit. Klasse rübergelegt, klasse rübergelegt. Und wichtig von Paul Fleseru, der hier pariert. Also für Köln, Yannick Gerhardt hier 2014 gewesen, Timo Horn, der Keeper 2009, Lukas Kübler 2008, Sali Özcan vom BVB 2014 hier gewesen, Mitchell Weiser 2010 auf der Platte in Lübeck und natürlich 2001 der erste Topscorer der Fury Cup Geschichte, Lukas Podolski, der Weltmeister. So, nächste Möglichkeit hier für den ersten FC Köln. Freistoß für den FC. 3 Minuten noch. Köln ist noch lange nicht geschlagen. Noch lange nicht. So, jetzt aber erstmal Salami. Ziemlich allein auf weiter Flur. Bielefeld sichert viel ab. Da kommt gar keiner mehr mit. Das vielleicht ein bisschen früh. So, starke Aktion jetzt hier. Von Gutmann. Kein Foul, sagt Eugen Fritz. Ball jetzt rübergelegt. Matteo Göttner. Weiter Abwurf auf Gutmann. Mit der Schulter. Oh, das war ein starker Zusammenprall, aber nichts passiert. So, hier der weite Abwurf. So, dann wollen beide hoch. Boah. Aber keine bleibenden Schäden. So, nächste Einzelaktion vom ersten FC. Stark auf der linken Seite durchgesetzt durch Kiala Tito. Bielefeld kann wieder klären. Freistoß Köln. Nochmal der Blockwechsel
was kann Kölns Nummer 9, Gabriel Amisso, noch für eine Einzelaktion zeigen? Geht darüber nochmal was? Gerade ja immer wieder mit tollen Dribblings, mit tollen Aktionen. Köln nimmt wieder Tempo auf. Nächster Abschlussversuch diesmal von Nikita Christoph. Bielefeld schafft kaum noch Entlastung. Nächster guter Versuch, Latte. 90 Sekunden noch. Über Foulspiel nachdenken. Fritz lässt es laufen, passt aber zur Linie im ganzen Spiel. Von daher alles okay. So, weiter Ball jetzt für den Bielefelder Angreifer Leroy Weber. Wieder kein Foul. Also Minute noch. Schafft Köln den Ausgleich. In der Luft liegt ja so ein bisschen. Erleben wir das erste 9-Meter-Schießen oder geht Bielefeld hier ins Viertelfinale? 2006 das letzte Endspiel gewesen. Die Kölner immer wieder Turnierfavorit. Zuletzt gewonnen 2018 und 2019. Also definitiv immer einer der Hochkaräter hier im Turnier. Da haben wir Amisso. Timo Schmitz, Alisso zieht ab, 27 Sekunden auf der Uhr, Bielefeld im Ballbesitz durch Fleserio. 4 Sekunden abgelaufen, ah, unnötig, unnötiger Ballverlust. So, Köln jetzt mit dem fünften Feldspieler auf der Platte, volles Risiko. Schussversuch, der Treffer für Köln. Jason Ponente Ramirez, wunderbar hier. Licht, Lücke genutzt, abgezogen. Köln kommt nochmal nach vorne, das Ding ist noch nicht vorbei. Wir stehen aber kurz vorm ersten 9-Meter-Schießen im 2023er Turnier. 15 Sekunden noch auf der Uhr. So, wer geht nochmal volles Risiko? Wer will es jetzt nochmal wissen? Köln mit dem Langball. Bielefeld mit der Verlängerung, nein, das wird nichts. Ball war an der Hallendecke, Uhr ist angehalten, 3 Sekunden, die Kölner am Ball. Es müsste jetzt schon der Abschluss erfolgen. 2 Sekunden noch, Abschluss erfolgt, das war's. 9 Meter schießen, Time, freuen wir uns sehr drauf. Also Köln rettet sich in das K.O.-Schießen. Es kommt endlich unsere 9-Meter-Schießen-Grafik auch mal zum Tragen. Hier eingeblendet für euch vor dem Bildschirm zu Hause. Wir wollen ja alles zeigen, was da ist. Oh, Bielefeld schwört sie nochmal ein. Die waren schon ganz kurz davor, einzuziehen in diese Runde. Eugen Fritz erklärt nochmal die Regel. Zunächst sehen wir auch in der Grafik 3 Schützen. Steht es dann noch unentschieden, geht es im sogenannten Sudden Death weiter. Für die Torhüter eine besondere Situation. Noch kürzerer Abstand. Als draußen.
Stimmungsvorteil in der Halle. Leichter Vorteil für Arminia Bielefeld. Fällt jetzt gleich im Tor Paul Gabriel für Serio. Aber die Arminia Schalz. Auch die Trainer mit auf der Platte. Also, Showdown. Erster 9 Meter durch Jason Ponente Ramirez, der die Kölner überhaupt erst in diese Vorstoßrunde gebracht hat gegen Fleserio. Der Kölner. Gehalten von Fleserio. Erster 9 Meter parat. Timo Schmitz jetzt im Tor der Kölner gegen einen Torschützen aus diesem Achtelfinale gegen Glenn Gutmann. Bringt er Bielefeld in Führung? Ja, er bringt Bielefeld in Führung. Und wie? 1-0. So, einer der spektakulärsten Spieler hier im Turnier, Gabriel Amisso, tritt an. Für den ersten FC Köln. Trifft mittig hoch, mutig. Damit muss Fabrice Walter treffen, wenn er die Amin wieder in Führung bringen möchte. So, Walter. Trifft nicht. 1-1. Alles wieder auf Null gestellt. Nikita Christoff tritt an für den ersten FC Köln. Christoff trifft mittig zum 2-1 und damit jetzt Druck für Farfur Salami, der auch ein überragendes Turnier spielt. Dennoch ist Bielefeld im Turnier. Wenn er nicht trifft, raus. Er trifft! Er trifft! 2-2. So. Nächster Abschluss für die Kölner. Auch er trifft. Finn Gromczyk. Und jetzt kommt Bielefelds Nummer 10, Tanay Kosa. Kosa muss treffen. Trifft nicht! Köln ist im Viertelfinale. Mal wieder die Kölner eine Runde weiter. Und Arminia Bielefeld. Tolles Turnier gespielt. Was für eine Vorrunde. Das ist das Bittere an dem Modus. Eigentlich überragend. Sie führten schon, hatten alles in der Hand. Und dann 15 Sekunden vor Schluss rettet sich Köln in dieses 9-Meter-Schießen.